Willkommen zurück bei Resident Evil und ja, wir sind letztes Mal hier, sind hier rumgestöbert und uns fehlt was, und zwar der Schlüssel. Wir müssen nämlich ins UE, in die Zerlegungshalle, und uns fehlt der Schlüssel. Das heißt, wir dürfen den nochmal suchen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass hier wer rumläuft. Na, dass der, na, wie heißt er? Der Daddy hier rumläuft. Und ich will gerade mal schauen, weil wir konnten ja auch Sachen zusammensetzen, ob ich irgendwas übersehen habe. Aber ich denke nicht. Aber ich verstehe nicht ganz hier mit der... Halt. Nein, 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 das wollte ich nicht. Mit der, mit der Munition. Mit der verbesserten. Ah, okay. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ups, das wollte ich nicht. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Ist auch egal. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt nochmal hier irgendwie den Schlüssel zu finden. Und gehen einfach nochmal in den Keller. Haben wir eigentlich noch Erste Hilfe? Ein Fläschchen. Fläschchen. So, ich will eigentlich nicht in den Keller. Krematorium. Ich habe was gehört. Ich weiß nicht, ob die wiederkommen. Wo bin ich? Ich würde sagen, wir gehen hier mal rein. Genau, weil hier haben wir das eine nicht aufgekriegt. Ich will jetzt nochmal schauen, ob wir hier irgendwie was vergessen haben. Ich würde sagen, wir machen die alle nochmal zu. So, da hängt kein Zettel dran. Den würde ich aufmachen, glaube ich. Dann den mit der Hand. Weil da ist auch kein Zettel. Vor dem Ganzen nicht. Hallo? Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ist er tot? Nein, warum lebt er noch? Stirb doch einfach. Leute, ich habe wieder gleich keine Munition. Das ist das Einzige, was mich hier ein bisschen nervt. Ach, wir haben doch die Schrotflinte auch. Okay, aber ich glaube, wir bleiben erstmal bei der Pistole. Schlüssel, Zerlegungsraum. Puh, ich will da gar nicht hin. Jetzt müssen wir komplett außen rum wieder. Ja. Meint ihr, die kommen alle wieder? In die Werkstatt konnten wir auch nicht rein, ne? Hier müssen wir rein, oder? Genau. Ist hier noch flüssiges Chemie? Ich brauche Munition, Leute. Ich dachte, ich habe was gehört. Sind wir hier richtig? Ja. Hier hatten wir auch nichts mehr. Dann geh. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts. Hallo? Erstmal umschauen, da geht's wieder runter. Was haben wir hier?
Ich sollte ihr Vater sein. Jetzt sagt sie, dass er ihr Vater sein wird. Nein. Ich werde ihn finden. Und werde ihn leiden lassen. Und du, mein Freund, wirst mir helfen. Dank der Polizist, oder? Toll, ich glaube, das haben wir gebraucht. Können wir hier irgendwie durch? Ich glaube nicht. Toll, der ist da die Tür raus. Mich nicht. Kraut. Ich hoffe, der kommt jetzt da nicht oder so. Das zusammen mit das. Jawohl. Mach das mal weg. Ich will das da oben haben. Genau. So, was war das? Brennkraftstoff für den Brenner. Finden Munition. Oh, wir haben wieder kaum Munition. Ja, jetzt müssen wir wohl wieder da rein. Ach du Kacke. Mann, Tür geht nicht immer automatisch zu. Okay, da sind lauter Leichen. Da war er drin. Die Frage ist, wo ist er hin? Hier ist nichts. Ich hoffe, der kommt hier nicht. Mann. Ich brauche auf jeden Fall Munition. Wir müssen da runter. Das heißt, wir laufen ihm direkt bestimmt in die Arme. Schlange. Ganz kurz können wir hier mal auf die Karte gucken. Ah ja, da kommen wir nicht rein. Oh, ich bin so aufgeregt, Leute. Schießpulver. Das konnte man doch auch... damit. Ah ja, genau. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich das gemacht habe vorhin. So. Ja, Leute, wo sollen wir denn jetzt hier lang? Ist das eine Tür? Hä?
Das ist doch schon eine Tür, aber... Ich check's nicht. Wir kommen hier nicht rein, glaube ich. Ach, wir müssen andersrum anscheinend. Wartet mal. Ich will aber nicht zurück. Ganz komplett runter. Oh Gott. Ah, schaut mal hier. Oh nein, bitte nicht. Ich kann nichts tun. Du kommst hier nicht raus. Boah, ich habe ihm sowas von ins Gesicht geschossen, aber es bringt uns gerade gar nichts. Stirb einfach. Oh nein. Halt, da war eine Kettensäge. Hä? Oh nein. Nein, 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 lass mich. Lass mich. Boah. Was zur Hölle habe ich getan? Du bist jetzt nicht die Kettensäge. Das tust du nicht. Okay. Das ist nicht Groovy. Ach du Scheiße. Können wir die nehmen? Nimm die Kettensäge. Warum geht das nicht? Hey, komm, ich habe ihn schon sowas von durchlöchert. Oh Gott. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Ich glaube, wir müssen ihn von hinten holen. Ach du Scheiße. Wo ist er? Oh Gott, ey. Komm schon. Jawohl. Ab mit dem Kopf. Er lebt immer noch. Oh Gott, wie oft müssen wir das machen? Okay. Ich glaube, wir brauchen kurz Medizin, sonst sterben wir. Oh, oh. Oh, oh. Ich will ihn von hinten angreifen, aber der dreht sich immer wieder. Scheiße. Komm, mach deinen Scheiß weg. Oh oh. Nein, 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 nein. Ich schneide ihn einfach von unten auf. Mann. Es ist doch nicht so schwer, wenn er einfach mal stehen bleiben würde. Komm schon. Okay, weg, weg, weg. Ich nehme einfach die Heilungen, auch wenn wir danach keine mehr haben. Wie oft sollen wir ihn noch... Ach, ich glaube, wenn er unten ist, müssen wir nochmal drauf gehen. Kann das sein? Komm schon. Scheiße. Ich möchte nicht zersägt werden. Hör doch auf. Alter! Herr Sieg, jetzt sein Scheißkopf, bitte!
Ich habe keine Heilung mehr. Ich kämpfe trotzdem weiter. Oh oh. Ach du Scheiße. Boah. Dein Ernst? Ich brauche Heilung. Ich glaube, wir werden sterben und müssen es nochmal machen. Aber was soll ich machen? Nein, nein, nein. Ja, wir sind gestorben. Das erste Mal. Mann. Okay, wo sind wir? Mann, jetzt müssen wir es nochmal machen. Die gefällt mir aber gar nicht. Armer Deputy. Dann gehen wir nochmal schauen, bevor wir das nehmen. Ah, das ärgert mich so. Wir haben ja auch nicht mehr. Schade. Ja, es bleibt uns nichts anderes, als das Ganze nochmal zu machen. Hey, was soll das? Du kommst hier nicht raus! Ja, da packt er uns gleich. Das war scheiße. Ich verkack's halt gleich am Anfang. So kann man es natürlich auch machen. Wenn ich hier irgendwas. Nein, da gibt's wirklich gar nichts. Ich wollte ihn einfach mal das Hirn wegschießen. Der große Mann hat eine Knarre. Weißt du, wie man sie benutzt? So. Scheiße, warum stirbst du nicht einfach? Oh nein. Oh oh. Aber wir können echt nicht raus. Kann er jetzt nicht einfach die Kettensäge holen? Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir da drauf schießen, wenn er seinen Hirn verliert. Ich versuch's einfach nochmal. Oh, du Stück Scheiße. Mann. Okay. Ich glaube, wir dürfen den Raum gar nicht lassen. Okay. Gib mir die Kettensäge. Guter Junge, jetzt geht's los! Komm schon, zerleg ihm den Kopf. Scheiße. Ich komme nicht klar mit der Kettensäge. Okay, wir müssen ihn echt von hinten, glaube ich, angreifen. Ja, du rast halt aus. Nimm den Kopf her! Was ist los mit dir, Mann? Ja.
Leute, ich sag's euch, das ist überhaupt nicht einfach hier irgendwie. Nein. Okay, jetzt haben wir ihn. Oh, nein. Weg, weg, weg. Ich habe auch keine Ahnung, wie oft wir das machen müssen. Oh, fuck. Oh, ich habe vergessen, es wieder auszuwechseln. Komm, komm, das müssen wir schlau machen. Weg. Komm schon, komm schon. Mann. Geh weg. Oh oh. Ich glaube, jetzt ist er sauer. Bin ich sauer, Daddy. Daddy. Nein, Daddy, sei nicht sauer. Komm schon. Okay, weg. Alles klar. Ah nein, fuck, fuck, fuck. Komm schon, komm schon. In den Kopf. Das gibt's nicht, ey. Das ist echt nicht einfach. Mann! Komm, komm, komm! Stirb doch jetzt einfach. Wie oft soll ich das noch machen? Ich brauche Medizin, sonst sind wir gleich da. Mal sterben. Ich gehe hier so richtig mit dem Kopf mit. Daddy, wie wär's, du stirbst einfach. Nein, nein, nein. Leute, ich stelle mir das richtig krass vor mit der VR-Brille. Gut, dass ich das nicht spiele. Oh oh. Okay. Wo ist er? Scheiße. Kannst du dich mal beruhigen? Komm schon! Nein, nein, nein! Komm schon, stirb jetzt endlich einfach! Wie oft soll ich dir das Gehirn noch wegschneiden? Oh. Ach du Kacke. Okay. Komm schon, komm schon, zerschneid ihn einfach den Kopf. Haben wir's? Keine Ahnung, ich geh lieber weg. Oh oh.
Boah, er hat uns so einen mitgegeben. Komm, stirb einfach. Oh, Motor. Ich soll einfach sterben. Aber ich glaube, es wird jetzt noch schlimmer. Mann, wie oft sollen wir das noch machen? Ja, ich bin fast tot. Komm, schalt ihm einfach den Schädel bitte weg. Stirb jetzt endlich, Mann. Ich bin schon tot. Er steht immer noch auf. Was soll ich machen? Jetzt ist es aber was. Komm schon. Du wärst, du stirbst einfach mal. Oh oh. Oh, er hat nur noch eine. Haben wir es geschafft? Ist er endlich tot? Eingefallen und bleib tot. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Denn wir sind tot. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir haben nichts mehr. Ah doch, warte, das könnte ich ja. Okay. Da liegt was. Erste Hilfe, das brauchen wir erstmal. Nein, nein. Denn wir sind so gut wie tot. Hinten liegt auch doch noch was, das habe ich nicht gesehen. Nochmal erste Hilfe. Mann, ey. Können wir jetzt hier einfach raus? Jawohl, wir können hier raus. Mann, was ein Kampf. Ja, das war's dann mit der Motorsäge. Schade. Prinz wieder hier, okay. Da oben liegt noch was. Ich will einfach nur weg hier. Ich weiß gar nicht, was müssen wir machen. Haben wir den Kopf nicht? Wir haben den. Doch, haben wir. Ich beeile mich nur, weil hier überall noch Sachen liegen und wir die gerade sehen. Okay. So, schnell raus hier. Hier liegt noch was. Na. Nein, da wollten wir nicht hin. Wir wollen hier wieder nach oben. Hab ich mich jetzt verlaufen? Hier geht's hoch. Ah, ich dachte schon, ich habe mich verlaufen. So, jetzt gehen wir erstmal schauen, ob wir hier noch irgendwas in der Truhe hatten. Nein, ich speichere jetzt.
Puh. Der hat mich ganz schön Aufregung hier gekostet, ne? Das Kerlchen. So. Ja, ich würde sagen, wir beenden hier die Folge und sehen uns wieder bei der nächsten Folge, denn dann geht es bestimmt weiter so, weil wir den Kopf hier haben, den letzten. Also, wir sehen uns bis dann. Tschüss.